Was zur Hölle ist mit diesen Spielern passiert? Ich denke mal, wir werden hier ein paar Spieler haben, die momentan absolut overperformen und ein paar, die absolut underperformen. Lasst gerne ein Like da und wir gucken mal rein, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben den Spieler, wie so eine Karte jetzt dieses Jahr aussieht und dann quasi, wie sie nach aktueller Form aussehen müsste. Hier haben wir Trent als ersten Spieler, das Video ist wieder von Ausdoor. Ihr kennt ihn, der macht immer so nice Videos mit bisschen Bezug auf Fußball, bisschen Bezug auf FIFA. Checkt den ab, Link ist in der Beschreibung. Und ja, Mann, Trent. Hier haben wir, lesen uns mal den Fakt durch. War letztes Jahr sehr, sehr gut. 12 Assists gemacht. Diese Saison schlecht defensiv und noch 0 Assists. Ich hatte das gesehen, der hatte ja auf Twitter, als Nunes neu zu den kam, hat er so kommentiert: Oh, how may I assist you? So als Gag, wie er ihm helfen kann, wie er ihm vorbereiten kann. Und seitdem hat er einfach keinen Assist mehr gegeben, keine Torvorlage und natürlich auch dementsprechend hat er Nunes auch kein Tor aufgelegt. Also der Trend sowieso defensiv ja so ein bisschen Meme. Seine Qualität liegt ja echt mehr in der Offensive. Ja, aber selbst, also wenn er dort dann auch nichts bringt, dann, ja, dann leider ein bisschen Katastrophe. Aber der wird sich, denke ich, fangen. So, Icardi war mal ganz wild unterwegs bei Inter. 100 Millionen war er wert? Was redest du? Der war vor ein paar Jahren noch 100 Millionen wert, als er bei Inter war. Ja, dann hat er auch noch seine Zeit bei Paris, dann, keine Ahnung. Jetzt ist er wie viel wert? 22. Ich weiß, immer noch nicht wenig, ne? 22 Millionen ist okay. Und die türkische Liga hat auch Qualität, da wechseln viele Leute hin, so meistens halt so am Ende der Karriere, ne? Erst noch 29. Aber er hat sich quasi auch schon ein bisschen aufgegeben, will jetzt einfach noch Cash mitnehmen, also Icardi, ja, das hätte alles nach hinten heraus in seiner Karriere noch krasser sein können. Bruder, der kam so aus dem Nichts, ne? Der kam so aus dem Nichts. Lesen wir uns mal den Text hier unten auch durch. Er war ein durchschnittlicher Spieler in seiner Home League, also, ja, in seinem Land irgendwo einfach in der Liga. Und jetzt ist er auf einmal der Beste oder einer der Besten der Welt. Also, was der macht, ne? Was der auf einmal macht bei Napoli, egal ob international oder in der Liga, was der raushaut, man sieht die ganze Zeit nur Clips, wo er so seinen Jubel macht mit seinen riesigen Händen am Kopf. Ey. Er hat schon Präsenz auf jeden Fall, der fällt auf dem Platz auf, der hat einen eigenen Jubel, der hat eigentlich alles, um groß zu werden im Internet, um groß zu werden im Fußball. Weil es reicht nicht nur gut zu spielen, man muss auch auffallen und der Typ fällt auf, der Typ ist so eine kranke Maschine. Aus dem Nichts kam er, ehrlich, vor der Saison kannte ihn, glaube ich, so gut wie niemand und jetzt ist er so big. Ja, Juve, Digga, checkt man auch gar nicht, ne? 9 Titel gewonnen in Folge in der Serie A und ja, jetzt sind die so gefühlt weg vom Fenster. Stellt euch vor, auf einmal wird es Bayern 3 Jahre in Folge schwer schaffen, in die Top 3 zu kommen, wird so regelmäßig verlieren und so. Kann man sich einen Deutschen auch gar nicht vorstellen. Genauso war das ja in der Serie A mit Juve. Keine Ahnung, ey, es ging alles los damit, dass sie Cristiano Ronaldo verpflichtet haben. Mit ihm lief der noch so, ja, ganz gut. Ja, aber jetzt, die haben eigentlich stabile Spieler, ne? Vlahovic, Di Maria und Co. Aber irgendwie läuft es bei der alten Dame nicht mehr. Harry Maguire, Digga. Der teuerste Verteidiger aller Zeiten, als er gekauft wurde. Captain und weiß ich nicht. Und der war schon gut, wenn man sich seine alten Videos anguckt. Aber keine Ahnung, was da mit ihm los war. Ich glaube einfach, das Selbstvertrauen wurde komplett gekillt durch die ganzen Memes, die über ihn gemacht wurden, die ganzen Witze. Ja, und dann kamen immer und immer mehr Fehler dazu. Immer und immer mehr Leute, die draufgetreten haben. Schade, Mann, schade. Irgendwann war halt wirklich nicht mehr gut, muss man halt so sagen. De Thomas, 17 Tore letzte Saison und diese Saison wird er gar nicht mehr eingesetzt. Aufgrund von Falling Out of the Club. Was heißt das, Digga? Ist er Club gewechselt oder was hat er gemacht? Wäre random, ne? Wechselst Club nach einer guten Saison, wirst dort nicht mehr eingesetzt. Firmino, ehrlich, jetzt diese Saison, wo er ja, die Einsätze kriegt, die Vorlagen kriegt, macht er super. Macht er super, der Mann, sag ich ehrlich. Er ist recht die letzten Wochen. Firmino gut unterwegs, direkt hier Schuss-Upgrade von 11. Ja, der ist in einer guten Verfassung. Eden Hazard. Einfach McDonalds-Werbung mit ihm und Belgien-Flagge, McDonalds-Logo. Digga. Oh mein Gott, er hat 6 Tore in den 4 Seasons nur geschossen. Also er wird auch nicht so häufig eingesetzt. Aber bei Chelsea hat er gefühlt im Monat 6 Tore geschossen, jetzt in 4 Jahren. Ja gut, aber das ist auch so ein Thema, schon seit langer Zeit, ne? Was aus Hazard geworden ist, kann keiner verstehen. Jesus, das ist auch so krass, ne? Als er halt aus Brasilien zu Man City ging, hatte der schon richtigen Hype. Da hat er auch ab und zu mal gespielt, hat auch ganz gut gespielt, aber ja, war jetzt nicht so unangefochtener Stammspieler. Und jetzt geht er da zu Arsenal
und ist ehrlich einer der besten Angreifer auf einmal in der Premier League, trägt Arsenal mit auf dem Rücken, so dass die Platz 1 in der Tabelle sind und auf einmal ein richtig ernstnehmendes Team sind. Weiß nicht, vielleicht sogar den Titel holen am Ende, aufgrund dessen, dass die sich Jesus geholt haben. Sehr verrückt, ey. Hier haben wir Liverpool, ja, was in der Saison abgeht, weiß man auch nicht. Ich meine, okay, die haben jetzt den Sieg geholt gegen Man City. Das Tor war sehr wild, ey. Alisson will den Abschlag nach vorne haut. Salah dreht sich raus. Außenverteidiger gegen Cancelo macht den rein. Richtig geiles Tor, aber all in all natürlich trotzdem, denke ich, enttäuschend. Man wurde international von Napoli, hat man Schellen bekommen in der Liga. Hatte man vor dem Spieltag mehr Unentschieden als Siege, so. Hat man, glaube ich, jetzt immer noch, also... Ja, immer um den Titel mitgekämpft und jetzt der schlechteste Saisonstart seit 18 Jahren. Das ist krass. Musiala, das war eh frech, ne, was die Alien zum Start von dem FIFA für eine Karte gegeben hat. Also, er hatte vorher 10 Goals Assists in 30 Games, diese Saison 9 Goals Assists in 8 Games. Ja, okay, der hat diese Saison auch nochmal einen kranken Sprung nach vorne gemacht, muss man sagen. Der Mann ist so, das ist das größte deutsche Talent. Arthur, Digga, der war 70 Millionen wert, als er 23 war. 3 Jahre später spielt er in der zweiten Liga. Ehrlich, ich habe gerade geguckt wegen Arthur. Digga, der spielt ja für die U21 von Liverpool nur. Oder das ist Skandal. Ich bin schon gewundert, wo soll er denn spielen in der zweiten Liga? Aber er spielt in der zweiten Mannschaft. Boah, ist Krise. Pjanic, 2 Jahre, oder vor 2 Jahren. War einer der besten Mittelfeldspieler. Und jetzt spielt er einfach in den Arabischen Emiraten. Ja, nochmal ein bisschen Cash mitnehmen. Ist doch kein Downgrade. Ja, doof, wobei in den Arabischen Emiraten spielen schon. Würde ich Cash mitnehmen, so als Fußballer, ich würde nochmal USA so mitnehmen. So Miami oder so. Geile Location, geiles Wetter, viel Cash. Ja, Pogba, damals Rekordtransfer gewesen, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Und jetzt spielt er meistens nicht mal mehr als 20 Games pro Saison. Aufgrund von Verletzungen, aufgrund von, man weiß nicht, ackert der noch so, hat er noch so Bock auf Fußball? Oder ist er schon durch? Ronaldo diese Saison auch ein bisschen kritisch, ne, muss man ehrlich sagen. Letzte Saison, als er noch neu war bei Manu und so, war schon ganz verrückt, was der da noch rausgehauen hat in der Premier League. 18 Tore in 27 Games und jetzt hat er 2 Tore in seinen letzten 12 Games, weiß nicht, schießt ja in der Euroleague beim leeren Tor an Pfosten und all sowas. Der hat halt auch nicht mehr das Selbstvertrauen, weil er auch nicht mehr das Vertrauen vom Coach und alles kriegt. Was halt echt schade ist, wenn Ronaldo das Selbstvertrauen hatte und hat, dann kann er auf jeden Fall immer noch geistkrank gut sein, aber ja, Bale. 2 Tore und 12 MLS-Games hat er gemacht bei seinem Team, aber er lebt den Traum. Ja, Champions-League-Titel geholt, dann nach LA, dort geiles Wetter, geile Location, wahrscheinlich geile Villa, alles genießen, Junge. Saul hat auch ein gutes Downgrade erlebt, ne? 100 Millionen wert gewesen vor 2 Jahren und jetzt 20 Millionen, okay? Das muss man auch erstmal hinkriegen, so geistkrank zu sinken. Boah, Vardy, ja, die Saison von Leicester ist halt auch eine Frechheit, ne? Der ist noch als... Ja, Junge, Vardy, Mann, was ist denn los? 10 Spiele, 0 Tore in der Saison. Letzte Saison hat er noch 15 Tore in 20 Games. Weißt du, überhaupt vor ein paar Jahren Torschützenkönig? Oder auf jeden Fall öfters häufig dran, ne? Meisterschaft gewonnen, ja sowieso, ist ja inzwischen schon 6 Jahre gefühlt her. Ja, Zagadou wird als Wunderkind betitelt. Ja, inzwischen wurde er verkauft. Kaum noch was wert. Krise, ey. Ziyech, boah, was der bei Ajax veranstaltet hat, ne, war ganz verrückt. Und bei Chelsea, wenn der Mann spielt, macht er schon Bock, aber... Ja, dafür muss er erstmal spielen. Ja, da waren auf jeden Fall ein paar Karriereknicke dabei bei dem einen oder anderen hier.